Na, was? Oh, nein. Ich hab mir selbst jetzt ins Knie geschossen. Der ist verwirrt. Hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten Part von Super Mario Quattro Jugadores. Ja, warum vorerst der letzte Part? Ja, ich habe gesehen, dass das Interesse ja mit der Zeit und mit jedem Upload auch abgenommen hat, was Super Mario Quattro Jugadores betrifft. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich will das komplett einstampfen. Nein, ich möchte das ein bisschen ruhen lassen und schauen, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt, ob vielleicht in Zukunft noch mehr Comments, noch mehr Likes kommen. Also ich will das nicht komplett aufgeben, auf gar keinen Fall, weil es ist für mich ein Highlight gewesen. Also ich habe noch nie so viele Parts aufgenommen von einem Spiel wie von diesem Spiel. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist das beste Mario-Spiel für Android. Punkt. Und eins der besseren Mario-Spiele für den PC, weil es gibt es ja auch für den PC. Und deswegen an dieser Stelle auch einen kleinen Aufruf an euch. Falls ihr wirklich Interesse an Super Mario Quattro Jugadores habt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und hinterlasst auf jeden Fall ein Like da, weil dann habe ich auch ein bisschen Feedback und weiß auf jeden Fall, was anzufangen und weiß auf jeden Fall, ihr wollt mehr sehen und ich nehme auch mehr auf. Und falls ihr selber ein paar Level habt, die ihr mir schicken wollt und die ich spielen soll, kein Problem, schickt es mir einfach, sagt mir einfach erstmal Bescheid und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt abwickeln mit den Leveln, wo ihr sie schickt. Das klären wir dann auf jeden Fall. Also falls ihr Level dabei habt, kein Problem, schickt sie mir einfach. Das ist an der Stelle ein kleiner Aufruf, weil da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das vielleicht auch weitergeführt wird. Oder ihr wollt auch die übrigen Modi sehen, weil ich habe, sagen wir mal, die Hauptmodi gezeigt, aber nicht alle kompletten Mini-Modi zum Beispiel, diese ganzen Minispiele und so weiter. Die habe ich leider nicht gezeigt. Die werde ich auch erstmal nicht zeigen, wie gesagt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr sie unbedingt sehen wollt, weil, wie gesagt, es ist mir wichtig, dass da auch ein gewisses Interesse dabei ist. Aber wir machen erstmal weiter mit den Leveln von Super Maker. Den Leveln 4, 5 und 6. Und wie gesagt, falls ihr Interesse an Super Maker habt, dann abonniert auf jeden Fall seinen Kanal. Ich bleib mal kurz stehen und blende das kurz ein. Und wir spielen weiter. Auf jeden Fall Top-Level bisher. Level 1, 2 und 3 durchgehend super. Also ein großes Lob an dich, Super Maker. Das ist auf jeden Fall sehr ordentlich, was du hier geleistet hast. Ich kann... Ach so. Ich kann einen Wandsprung durchführen. Das ist cool. Das ist cool. Es sollte nicht so sein. So, das ist gut. Oh, ist das fies. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Das war ein Blind Jump und hätte ich nicht wissen können. Kann ich nicht hin, also muss ich ein bisschen umdenken. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich meine zumindest zu verstehen. Hier war die Röhre. Oh Gott. Nein. Ist das blöd gewesen. Das war blöd. Oh. Ach, das geht nicht. Das geht nicht. Hä? Und soll ich da nach oben hin? Da bin ich. Okay, ah, okay. Oh. Oh. Mies. Echt mies. Bringt nichts. Na, was? Oh, nein. Ich hab mir selbst jetzt ins Knie geschossen.
Der ist verwirrt. Okay, wow. Das hat gut geklappt. Aber immer noch keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, die letzte Coin zu bekommen. Und was? Ein Mikropixel. Ich bin nur ein Mikropixel da gewesen. Nein. So geht's also weiter. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Okay. Und der macht wieder Breakdance. Soll uns aber nicht stören. Kann ja jeder tun und lassen, was er will. Wenn ihm das gefällt, warum nicht? Damn it, nein. Nein. Oh. Endlich geschafft. Endlich. Warte. Okay. Nein, no! Ist das dein Ernst? Na! Ein Trollblock? Du hast einen Trollblock platziert, warum tust du mir das an? Hat mir gar nichts gebracht. Oder war irgendwo ein Schlüssel? Ich glaube, da war ein Schlüssel, oder? Ich hasse es. Und es kommt noch nicht wieder zurück. Das ist ja toll. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und Manako geht leer. Ich muss das Level schnell schaffen. Ja. Hervorragend. Das ist toll. Das ist ein tolles Level. Ordentlich. Wenn man das Prinzip versteht, dann versteht man es. Okay, Freunde. Wir machen weiter mit dem nächsten Level. Level 1.5. Let's go! Das ist doch die Abspannmusik. Heißt das, dass es zu langsam vorbei ist? Oh nein, nicht wieder dieser jagende Cooper. Kann man dann die Röhre rein? Ich habe das Leben verpasst. Hier ist nichts Wichtiges, hier ist nichts, was von Belang war. Okay. Ein
hätte schon gerne den Tanuki behalten. Aber... Oh Mann, oh Mann, meine Koordination heute ist... grottig. Einfach nur grottig. What? Genau, springt einfach weg. Verschwindet einfach. Lasst mich einfach in Ruhe. Ach, ich kann Wandsprünge durchführen. Das wusste ich nicht. Dann muss ich warten. Dann muss ich warten. So. Yay! Wir haben es geschafft und haben Bowser's Castle erreicht. Yay! So, Freunde. Das bedeutet, dass das hier, 1-6 genau, 1-6, das vorerst letzte Level sein wird, dass wir erstmal spielen werden. Und damit auch der vorerst letzte Part. Also genießen wir dieses eine vorerst, wie gesagt, vorerst letzte Level. Let's go! Okay. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Kann ich nach unten? Kann ich nicht. Bringt das jetzt? Ich kann auch gar nicht in die Tür rein. Ich verstehe es nicht. Ich habe keinen Plan. Weil es ist irgendwie komisch. Und dann muss ich direkt hier unten. Nee. Also ich habe keine Ahnung. Okay, Freunde, ich suche mir jetzt nochmal ein Level aus. Weil ich möchte nicht, dass das jetzt das letzte Bild ist, was wir von Mario Jugadores haben. Das wäre sehr, sehr schade. Deswegen, ich suche mir jetzt noch ein kleines Level aus, ich habe da schon eine Idee und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe es euch ja versprochen. Ihr kriegt noch ein letztes ordentliches Level. Ich weiß nicht, ob das Level unvollständig war oder ich mich blöd angestellt habe, aber ich konnte keinen Weg weiterfinden. Weswegen ich jetzt dieses Level hier einschiebe und zwar ist das... das erste Level von New Super Mario Bros. Wii. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das werdet ihr spätestens gleich an der folgenden Stelle erkennen. Einmal der Checkpoint und einmal der Propeller. Wenn er denn wieder nach unten kommt. Und hier ist er wieder. Yay. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Da, 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 da. Das war knapp. Da, da, da. Das war knapp. Da, 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 da. Gibt es irgendwo ein Secret? Habe ich ein Secret übersehen? Ich weiß es nicht. Sag du es mir, Koopa. No! Nope!
Jetzt bin ich ganz klein. Ich hasse diesen Cooper. Ich hasse diesen jagenden Cooper. Ich hasse ihn. Ja, ich habe keine Ahnung, was man mit diesem Schlüssel macht. Aber ich weiß eins, wir haben das Level geschafft. Ja, Freunde, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich, dass ihr bei Super Mario Quattro Jugadores verpasst habt. Nein, dabei wart. Das wollte ich sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, diese über 20 Parts sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile, dass ich die aufgenommen habe und ihr irgendwie eine Freude daran gefunden habt. Leider ist es so gewesen, dass mit jedem Upload das Interesse immer weiter gesunken ist. Deswegen ich erstmal dieses Projekt auf Eis legen werde, nicht beenden werde, sondern auf Eis legen werde. Das heißt, ich kann jederzeit wieder das wieder aus den ewigen Jagdgründen zurückholen und weiterführen. Das ist an sich gar kein Problem. Nur derzeit ist das Interesse, ja, ich will jetzt nicht sagen, liegt bei null, aber es war am Anfang schon mehr. Deswegen ich erstmal davon ausgehe, dass das erstmal der letzte Part gewesen ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall wirklich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr dieses Let's Play verfolgt habt, mich unterstützt habt. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich auch weiterhin. Und euch hat dieses Projekt gefallen. Falls ja, hinterlasst bei möglichst allen Parts den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß in meinem Channel. Hier gibt's sämtliche Mobile Games, Mario Games und sonstige Games, die vielleicht in Zukunft dann noch vorgestellt werden. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Projekte, die ich auf jeden Fall beginnen möchte oder das ein oder andere kleine Video, was ich dazwischen schieben möchte. Also es wartet auf jeden Fall einiges auf euch. Also deswegen könnt ihr gespannt sein und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.